Der Startschuss für den Wien-Schwechat-Cup, ein internationales Jugendfußballturnier im Rudolf-Tonn-Stadion, ist gefallen. SW1 war bei der Eröffnungsfeier für Sie dabei. Schwechat wurde zum Jugendballsport-Mekka, denn das internationale Fußballturnier wurde im Rudolf-Tonn-Stadion in Schwechat ausgetragen. Es war also die Gelegenheit für den Nachwuchs, sich zu messen und in mehreren Spielen Können unter Beweis zu stellen. SV Schwechat hat gemeinsam mit Eurosportdrink dieses Turnier veranstaltet, oder dieses Turnier wird heute veranstaltet, mit 60 Mannschaften. Das heißt, wir reden doch von knapp 800 Spielerinnen und Spielern, die heute und morgen an dem Turnier teilnehmen. Also das ist schon ganz gewaltig und ehrt uns als Stadt, ein derartiges sportliches Event auch hier zu haben. Eurosporting organisiert in 12 europäischen Ländern internationale Jugendfußballturniere, so wie auch dieses Turnier in Schwechat. Dieses Turnier dient eigentlich dazu da, dass man für sozial schwächere Leute, Personen, Mannschaften, einfach ein Turnier veranstaltet, ein internationales Turnier für den breiten Sport, für jedes Budget, und es soll einfach ein Zusammenkommen sein von internationalen Mannschaften und soll einen internationalen Flair einfach haben. Wie viele Mannschaften sind heute dabei? Heute sind dabei um die 60 Mannschaften und 40 sind quasi aus dem Ausland. Wie oft gibt es dieses Turnier? Weil vor 10 Jahren war es das letzte Mal hier in Schwechat. Jetzt ist das erste Mal wieder seit 10 Jahren und wir hoffen, dass es noch viele weitere Jahre besteht. Wo ein derartig großes Turnier schon einmal stattgefunden hat, leider seinerzeit wetterbedingt nicht ideal. Heute sollte es besser werden, morgen auch. Also ich denke, einem tollen Turnierverlauf mit lässigen Spielen kann nichts entgegenwirken. International, das heißt, auch das ist toll, weil man hier einfach auch die Möglichkeit hat, oder die Mädels und die Burschen, die spielen, auch die Möglichkeit hat, sie ein bisschen zu vergleichen, vielleicht auch die ein oder andere Freundschaft zu knüpfen. Und insofern ist das eine tolle Gelegenheit, bei so einem Turnier halt einfach auch teilzunehmen. Die Vorbereitungen haben Monate gedauert. Was muss man da alles machen? Wie kriegt man da 60 Mannschaften unter einen Hut? Naja, prinzipiell haben wir sicher ungefähr ein halbes Jahr benötigt, um ja, alles zu organisieren. Wir haben dann Mitveranstalter in der ESR, der mit hier geholfen hat, die Hotels zu organisieren. Und wir waren halt dafür verantwortlich, dass hier der Ablauf funktioniert, dass die Mannschaften ihre Kabinen haben, damit sie wissen, wo sie spielen sollen, die Spielpläne und dergleichen. Und ja, dafür haben wir sehr viel Zeit in Anspruch nehmen müssen. Slowakei, Polen und viele andere Länder waren angereist, um ein faires und spannendes Turnier für die Jugend zu veranstalten. Es ist eine große Ehre und ein riesiges Glück, dass sie sich im internationalen Feld präsentieren können, andere Kultur, andere Freunde kennenlernen und vielleicht Freundschaften anknüpfen. Das ist schon wichtig für die Kids. Was ist das für eine Mannschaft? Spielen die immer zusammen oder sind die aus mehreren Mannschaften zusammengestellt? Ja, wir sind ein Budapester Verein mit 2 Altersklassen, U12 und U13. Also wir sind generell ein Team. Die 2 Vereine, also die 2 Mannschaften im Verein, spielen Meisterschaft und ja, ab und zu mal teilen wir, also im Turnier teilnehmen. Ist auch schon ja, das erste Mal? International, ja. Waren die Kinder schon aufgeregt? Bisschen, ja. Also wir haben gestern hier trainieren dürfen. Das war eine ganz andere Stimmung, als wir zu Hause trainieren würden. Ihr seid heute mit dabei beim Turnier? Ja. Seid ihr schon aufgeregt? Ja. Habt ihr schon mal bei so einem großen Turnier mitgemacht? Nein. Seid ihr alle schon Profispieler? Ja. Sagen wir schon. Ja, es fängt wie die Champions League an. Und habt ihr viel trainiert? Ja. Dreimal in der Woche. Die Jungs sind schon am Spielfeld, das Turnier läuft sozusagen. Ja, zum Glück. Erst nach Monaten Vorbereitung funktioniert jetzt alles und jetzt haben die Spiele begonnen und wir sind glücklich, dass so wie da gerade läuft, alle Mannschaften spielen. Es sind doch 60 Mannschaften, die da sind und ja, war jetzt echt schon am Anfang und jetzt läuft es und jetzt sind wir froh, dass es begonnen hat. Also heute finden die ganzen Grunddurchgangsspiele statt. Und morgen am Vormittag sind auch noch ein paar Grunddurchgangsspiele und dann kommen die Finalplatzierungsspiele, wobei jedes Finale von jeder Uhr am Hauptfeld stattfinden wird. Und ja, dann hoffentlich einen tollen Sieger haben wird. Natürlich hofft jede Mannschaft auf den Sieg, doch dabei sein und Spaß am Sport sind die wahren Bereicherungen.